Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play und Stream von Animal Crossing. Ja, der erscheint vielleicht früher oder später, wir wissen es nicht, wahrscheinlich früher. Einfach, das ist der Stream, der jetzt im Prinzip letzten Samstag ausgefallen ist. Habe ich gesagt, ich hole den ja nach. Das habe ich bei Twitter auf jeden Fall gepostet und auch bei Discord. Darum machen wir jetzt einfach weiter, wir wollen keine Zeit verlieren. Attacke. Melinda! Hallo! 6. Mai. Nein. Alles, aber bloß nicht der 6. Mai. Wir haben den Zeit einstellen. Wir haben den 24. Den. Ich weiß nicht, wie sie auf Mai. Ach ja, doch, geht schon. 24. 4. Weiter geht's. Ja, mach mal. Stimmt das so? Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Also so soll es losgehen. Ja, was ich noch dazu sagen möchte. Und zwar... okay. Ist einzig und allein die Tatsache... die Umfrage, genau. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Und zwar, die Umfrage wird jetzt so lange laufen, bis wir Grazian unsere Stadt geholt haben. Und wie es aussieht, gewinnt die Grazia-Serie tatsächlich. Ich möchte mich schon mal an alle bedanken, die im Prinzip da mitgemacht haben. Ich freue mich sehr darüber. Einer Galerie. Ach ja, von Ernst. Alles klar bei dir? Du bist einer der wenigen Personen, deren Befinden mir wirklich wichtig ist. Also will ich doch mal stark hoffen, dass dich außer mir nichts quält. Bis dann, Ernst. Ich wollte eigentlich das Geschenk haben, danke. Gott, was war denn bloß hier los? Ich weiß gar nicht mehr, was wir im letzten Part gemacht haben, weil es halt hier ausfallen musste aus gesundheitlichen Gründen. Aber ich denke, es wird schon. Hier ist unser Museum. Habe ich die Küche vergrößert? Oder bin ich erst dabei, die Küche abzubezahlen? Doch ein bisschen. Wir haben sie vergrößert auf jeden Fall. Ja, dann würde ich mal sagen, holen wir alle wichtigen Sachen raus. Habe ich die hier? Triforce. Industrie-Küchenschrank hier. Schokoladenbrunnen, Suppentopf. Wo ist denn jetzt die Kücheninsel? Das wollte ich doch. So. Das ist doch wichtig. Hinstellen. Hinstellen. Ja. Oh, ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich bin gerade ein bisschen out of context hier. Und auch ein bisschen eingerostet. So, das machen wir so und dann so. So geht es, glaube ich, wesentlich einfacher. Du kommst da nicht hin. Du kommst hier mit hin. Der Suppentopf hätte ich ganz gerne da drauf. Den Teekessel stellen wir erstmal dahin, weil da bin ich mir wirklich nicht so sicher, ob ich den haben möchte. Das auf jeden Fall. Das nehmen wir mal mit. Ist hier noch irgendwas, was in die Küche gehört? Das Bonbonglas. Was haben wir hier? Ach, das waren die Sachen. Was habe ich denn hier noch? Ach, die Standvitrinen. Gefühlt 10.000 Standvitrinen. Aber okay. Lassen wir es dabei. Okay. Dann gucken wir mal, was wir denn noch so hier Schönes haben. Einmal hinstellen. Die Kaffeemaschine. Milch- und Zuckerset. Ein Schokoladenbrunnen. Dafür fehlt mir der Platz. Was wollte ich? Gott, ich bin. Stehe irgendwie gerade neben mir. Das tut mir wirklich leid. Tut mir wirklich leid. Aber wir gucken mal. Also,
Das Bonbonglas kommt auf jeden Fall in die Küche. Die Kaffeemaschine kommt in die Küche. Das kommt mit in die Küche. Die zwei kommen, glaube ich, dann doch wieder weg. Die verkaufen wir. Habe ich sonst noch irgendwas? Ich muss mal gucken, ob wir nicht noch irgendwas in den Schränken haben, was wir für die Küche gebrauchen könnten. Ich brauche auf jeden Fall so eine Art Tisch, so eine Arbeitsplatte. Was kommt da wieder dahin? Und dann müssen wir mal gucken. Was wir hier so Schönes finden. Hier sind nur Klamotten. Patchwork-Sessel. Prachtspiegel, Teeschrank, Flachbildfernseher. Könnte man machen. Noch nichts, wo ich sage, das ist es. Patchwork-Tisch. Ja, das ist auch nicht das. Korbstuhl. Garten, Garten und Hecken. Zerlege. Real-Tapete, okay. Nee, schade. Kein Tisch für die Küche. Muss ich mir mal überlegen. Vielleicht finden wir noch irgendwann mal so einen schönen Tisch. Aber das hat ja noch Zeit. Das läuft nicht weg. Das läuft nicht weg. Hier haben wir Barry. Barry möchte aber von uns nichts. Ja gut, dann gehen wir mal wieder unseren üblichen Dailies nach. Einer von euch ist falsch. Du willst nichts von mir? Jetzt muss ich den doch mal so machen. Und ein Fossil gefunden. Das, was wir brauchen. So. Das ist schon mal nicht. Haben wir hier unten irgendwas, was wir... Ich meine, kalten Stern. Nicht das, was wir gebrauchen können. Aha! Erwischt. Ein Fossil dafür. Es blinkt auch gar nichts. Sind die auch brav in einer Reihe? Ja. Die sind mal wieder zu. Das war ja so typisch. Nie haben die Maulwürfe offen. Das macht mich wahnsinnig. Ich will auch mal reingucken. Aber anscheinend darf ich nicht. Ich bin anscheinend nicht wichtig genug, um bei den Maulwürfen reinzugucken. Eine Bambussprosse. Was? Ach, dann vergrabt doch wieder. Verdammt. Ich trage so viele Sachen mit mir um. Ab in den Geldbeutel. Das war nicht das, was ich wollte, aber okay. Das Geld habe ich ja geschenkt bekommen von einem lieben Zuschauer. So. Jetzt habe ich die Bambussprosse verloren. Verdammter Mist. Ah, was will man machen? Was will man da auch machen? Eine Bambussprosse. Sehr viele Bambussprossen haben wir anscheinend nicht hier gerade im Dorf. Du willst wirklich nichts? Bella, was ist mit dir? Möchtest du nicht vielleicht was von mir? Nein. Keiner will was von mir. Ich glaube, die mögen mich alle jetzt gar nicht mehr. Bin ich ein bisschen enttäuscht von. Ich glaube, die mögen mich alle nicht mehr. Hier unser. Hallo? Falsche Blümchen. Rosa. Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber versuchen sie es mit Rosa. Ach ja, stimmt, die habe ich jetzt auch noch gesehen. Aziza ist heute da. Ja, die werden wir uns auch noch zu Gemüte führen.
Meine Blümchen. Oh, verdammt, ich habe schon gedacht, meine Büsche blühen jetzt. Blühen jetzt. Aber anscheinend doch nicht. Schade. Schade, Marmelade. Aber die kommen irgendwann. Ich bin mir da ganz sicher. Marianne? Nee, die will auch nichts von mir. Hm. Keiner, der irgendwie einen Vorschlag hätte, was wir bauen könnten noch in unserer Stadt. Alle scheinen gerade irgendwie zufrieden zu sein. Was mich sehr unzufrieden macht. Gehst du da mal runter? Das ist schon mal der falsche. Ach komm. Boah, ich bin schon so ein bisschen aufgeregt auf die, auf Animal Crossing für die Switch. Muss ich ja schon echt zugeben. Und ich kann es kaum erwarten. Bis dahin müssen wir mal überlegen, wie wir das denn hier mit dem Let's Play machen. Weil, ich glaube, wenn das Spiel für die Switch rauskommt, will keiner mehr Animal Crossing für den 3DS sehen. Ach, fallen lassen. Jetzt habe ich es eh schon versaut mit dem... mit dem Ganzen. Ich kann noch ein paar rosane Blümchen versuchen. Ein paar rosane Rosen. Zu züchten. Dankeschön. Das waren nämlich die falschen Blümchen. In meiner Stadt hätte ich doch bitte ganz gerne nur Rosen. Ja. Hey Rebellin, ich weiß, das kommt jetzt total plötzlich, aber ich will mein Image ändern. Also muss eine Begrüßung her, die mir einen guten Eindruck garantiert. Gibt's da was? Klar. Echt jetzt? Du hast einen, den, dann raus damit. Ich bin so cool. Ich bin voll hübsch. Was nicht reinpasst. Super. Super. Versuchen wir es das mal. Na, was meinst du? Passt das? Klingt super. Hey, nicht schlecht. Das passt total zu mir. Ich werde gleich mal üben, wie ich die Begrüßung am besten rüberbringe. Danke, Wedel. Super, super. Tja, ich hab's drauf. Oh, hallo und herzlich willkommen. Oh, mein Patchwork-Ding ist auch fertig. Was kann ich für dich tun? Das möchte ich ganz gern verkaufen. Das. Passt das? Passt. 4210. Ja, immerhin. Dieses Lion-Shirt ist toll. Ist das von dir? Soll ich es mir kaufen? Unbedingt. Hehe, du hast mich überzeugt. Entschuldige, ich will das da haben. Das heißt, bitte. Oh, warte. Da du ja schon mal da bist, kann ich dich gleich direkt bezahlen. Hier, bitteschön. Oh, danke. Dankeschön, Barry. Du bist der Beste. Barry, mein kleiner Bär. Die Patchwork-Kommode ist auch fertig. Ich glaube manchmal so viel zu wenig Häuser für, also wir haben, die Häuser sind manchmal am Ende viel zu klein, finde ich, um sich so richtig alle Möbel mal so unterzubringen, so richtig schön zu machen. Dann holen wir mal, was fehlt uns denn noch? Erstmal so. Das kommt so. Das packen wir aus. Das bringen wir zu den anderen. Wow, ganz vorsichtig. Ganz, ganz, ganz vorsichtig. Ablegen. Das holen wir uns wieder, wenn es soweit ist. Als allererstes müssen wir mal noch hier das Geld holen. Dann müssen wir... Gott, wir müssen so viel machen.
zu unserem guten Freund auf dem Campingplatz. Vielleicht hat er ja das, was ich mir wünsche. Oder auch doch nicht. Ach, duschen wir. Er ist nicht das, was ich mir zu träumen gehofft hatte. Gegenstand bestellen. Holzauslage. Wir bestellen das mal. Oh, den gucken wir mal. Vielleicht kann man ja die Farbe ändern. Das ist ja ziemlich cool. Könnte man vielleicht so in weiß oder so ändern, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Aber wir werden es sehen. Jetzt heißt es erstmal in die Stadt. Und ist hier vielleicht mein letzter Stern? Kann ja auch mal sein. Genau, das wollte ich. Kurz rein, die Sachen wegbringen und dann gucken wir mal, was wir so Schönes machen. Dann haben wir eigentlich die Dailies fertig. Dann könnten wir auch genauso gut zum nächsten Tag überspringen und dann könnte ich auch abends denn noch abends auf die Insel gehen und Käfer jagen. Wir haben schon lange keine Käfer gejagt, merke ich gerade. Immer nur, das bisschen, weil wir hatten ja immer Besuch zuletzt. Los. Ich brauche eine Hecke, keine Garten. Ich brauche eine Hecke und keine Garten. Gib mir eine Hecke und keinen Garten. Nope, das ist schon mal nicht. Schade, dass man die auch nicht bestellen kann einfach. Das ist so kacke. Ich würde die so ganz gerne bestellen einfach. Was haben die denn hier so Schönes? Willkommen, willkommen. Palast Kachelbohnen. Nein, danke. Ich habe mir überlegt, vielleicht könnten wir auch einfach mal irgendwann mal ein zweites Haus machen. Das ist ja eigentlich auch ganz cool. Bunkerbohnen. Weil das haben ja viele im Prinzip auch für ihre Wege und auch für irgendwelche Designs. Machen ja viele denn einen zweiten Bewohner. Könnte man eigentlich auch machen. Ich weiß bloß noch nicht so genau, wie das funktioniert, ohne dass ich da irgendwas aus Versehen lösche. Das wäre sehr mies. Das wäre so unglaublich mies. Wenn ich versuche, einfach nur einen zweiten Bewohner zu erstellen und dann auf einmal, bam. Stadt gelöscht. Bewohner gelöscht. Nee, nicht das Tatzen. Komiker, dann nehmen wir mit. Weil wir so den Luxus haben, uns das leisten zu können. Habe ich die Mütze schon? Mädchen Nachtmütze. Yep, gib her. Nee, den Sonnenschirm möchte ich ganz gerne nicht. Ich wollte eigentlich mit dir reden. Hast du etwas Schönes gefunden? Hm. Komm bald wieder. Ich glaube, wir müssen noch ein paar mehr Sachen bei ihr kaufen, bevor wir von ihr das Mannequin kriegen. Hallo, Ampfer, schön, dass du da bist. Ja, wir haben uns wirklich lange nicht mehr gesehen.
Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich möchte ganz gerne Fossilien analysieren. Wie geht's dir denn? Ach, mehr als ein Fossil. Werf mir mal einen Blick drauf. Wie geht's dir denn? Hattest du denn eine schöne Zeit seit dem letzten Mal, seit du da warst? Ah, der hat schon alles. Verdammt. Ich glaube, du wolltest noch das Rotpanzer-Set. Kann das sein? Ach du Gott. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Sie haben mein Ehrenwort, dass es hier sorgsam gespendet wird. Vielen Dank. Kann ich noch was für Sie tun? Nee. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ja, aber ich glaube, das habe ich sogar noch. Als ich eben gerade geguckt habe, ich bin der Meinung, ich hätte das. Was wollte ich jetzt eigentlich wegpacken? Das Oberteil wollte ich wegpacken. Bei Prachtspiegel. Ich habe es doch irgendwo gesehen, ich schwör's. Schweinefigur, Plattenspieler. Hier, Rotpanzer-Set. Da ist es. Ja, das war... Ich sag's mal so, der Oktober, der lief halt irgendwie blöd. Der Oktober war irgendwie meh. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil jetzt haben wir ja im Prinzip... jetzt haben wir ja November und jetzt wird alles besser, habe ich das Gefühl. Im November habe ich das... es wird alles besser. Ich habe gestern Kuchen gebacken, der war lecker. Und jetzt habe ich ein gutes Gefühl, dass November einfach besser wird mit Uni, mit Stream, mit YouTube, mit allem. Und hallo Schattenwolf-Mädchen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? So, das wollten wir verkaufen. Einfach, ich streame freitags gar nicht mehr. Es gibt jetzt neue Streamzeiten. Und zwar auf jeden Fall streame ich auf jeden Fall wieder Wochenende. Und ich bin am Überlegen, halt zwei Tage dazu zu nehmen. Und zwar noch montags und mittwochs. bei Discord siehst du auch, wie gerade der Plan ist bis zum Wochenende. Da siehst du, habe ich ein Bild reingestellt. Und Schattenwolf-Mädchen, mir geht's gut. Also, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Nein, es ist in der Planung. Das muss ich halt noch gucken, zu welchen Zeiten ich das mache. Es wird auf jeden Fall wieder am Wochenende gestreamt. Samstags Animal Crossing und Harvest Moon Baum der Stille. Sobald Harvest Moon Baum der Stille beendet ist, wird dann Story of Seasons Trio of Towns kommen als Stream und wird dann hochgeladen. Und dann dachte ich noch montags und mittwochs, weil ich halt früher frei habe, dann nochmal so für 3 Stunden den Stream anzuschmeißen. Allerdings wird dann nicht Animal Crossing oder so kommen. Oder vielleicht doch, mal gucken. Aber nicht jeden Tag. Das ist aber halt noch so ein bisschen in der Planung, weil ich gucken muss, wann bin ich denn zu Hause ungefähr und wann kann ich für 3 Stunden streamen, ohne den PC zu belagern. Aber das wird dann auf Discord und auf Twitter auf jeden Fall bekannt gegeben. Also du kannst nicht sehr viel verpassen. Willkommen, willkommen. Ich streame jetzt heute nur freitags, weil zum einen ich frei habe. Da hat sich das gelohnt. Und zum anderen habe ich ja letzten Samstag aus Krankheitsgründen habe ich den Stream ja nicht gestartet. Ist er ja ausgefallen. Und den holen wir jetzt nach. Morgen wird es auch wieder Animal Crossing geben. Tja. Einfach dann, sag ich mal, shit happens. Aber ich wünsche dir viel Spaß bei deinen Workshops und bei dem Geburtstag. Du verpasst ja so in dem Prinzip ja nichts. Weil du ja, weißt ja, bei YouTube hochladen werde. Und ich habe mir halt überlegt, zwischen Weihnachten und Silvester so eine Art Animal Crossing Marathon zu machen.
dass ich dann halt mir so 2 Tage oder so aussuche, wo wir dann fast den ganzen Tag nur noch Animal Crossing, also mehrere Stunden Animal Crossing spielen. Ach, das Masterschwert. Was willst du euch mit dem Masterschwert? Habe ich das Masterschwert schon? Aber wann dieser Marathon denn stattfinden wird, das weiß ich leider noch nicht. Da muss ich mal gucken. Aber ich finde, bevor wir jetzt hier, bevor Animal Crossing für die Switch rauskommt, weil es ja irgendwann 2019 kommen soll. Einfach, du musst auch Pause machen. Man muss auch Pausen machen. Es bringt dir nichts, wenn du durchgehend lernst und dann am Ende nichts mehr hängen bleibt, weil du überfüllt bist. Ab und zu auch gut geplante Pausen machen. Dann läuft das. Mit dem Lernen. Aber da muss ich mal gucken. Weil, ich weiß nicht, wer würde sich das denn, also es können ja auch mal in die Kommentare schreiben, würde sich denn noch Animal Crossing New Leaf weiter anschauen, wenn Animal Crossing für die Switch rauskommt? Einfach Blutsbrüder. Da geht's dir wie mir. Das Problem habe ich auch. Es ist eine lebenslange Pause so. Aber am Ende kriegt man es ja doch irgendwie hin. Ach Mann, die Schuhe habe ich auch schon. Verdammt. Aber hat sich doch gut was angesammelt hier. Nicht schlecht. Mir fehlt noch das Oberteil. Ich frage mich, ob man Mannequins verschenken kann. Das wäre so geil. Ich würde einfach einen Aufruf machen, dass ich doch bitte jeder mir so ein Mannequin schenken soll. Damit ich in jedes Zimmer ein Mannequin reinstellen kann und auch die ganzen Kostüme, die man sich so mit der Zeit zusammenrafft, auch noch. Quatsch, die wollte ich gar nicht. Die muss ich extra lagern. Na, ich würde schon das ganze Jahr noch im Prinzip einmal durchkriegen. Das wäre schon ziemlich cool. Da würde ich mich schon drüber freuen. Das ist jetzt irgendwie das Falsche. Jetzt muss ich überlegen. Ach, da muss ich ins Haus rein, verdammt. Und ich habe mir überlegt, vielleicht so einfach mal Off-Screen ein bisschen zu spielen bis zu den Feiertagen und das irgendwie so ein Schnelldurchlauf. Dass ihr mal so eine Stunde lang einfach einen permanenten Schnelldurchlauf habt oder sowas, keine Ahnung. Mit zwischenzeitlich kleinen Pausen. Weil die meisten Tage passiert ja wirklich gar nichts. Das muss man dazu sagen. In den meisten Tagen passiert ja gar nichts. Und muss man gucken, wie man das am besten macht. Ich glaube, ich würde es konsequent einfach weiterspielen. Einfach nur, ja, weil ich bin. Und ich es eigentlich hasse, so unerledigte Dinge zu haben. Ja, das muss man halt ausprobieren. Aber ich glaube, ich würde es konsequent einfach weiterspielen. Einfach nur aus Ehrgeiz. Weil ich es nicht ertragen könnte, ein so unvollendetes Projekt da zu haben. Oh, das tut mir leid für deine Blümchen. Die redet auch nicht mit ihm. Moment, wir hatten noch hier Azisa ist gerade bei uns in der Stadt. Wo steckt die denn? Nee, du bist ernst. Azisa. Wo ist sie hin? Ach da. Was geht ab? Ich bin Azisa, das ist mein Name. Ich komme aus Land weit weg. Habe im Angebot viele Tapeten für Wand, viele Teppiche für Boden.
Meine Arbeit ist, wechseln deine Tapete und Teppiche gegen andere, machen Zimmer wie neu. Soll ich jetzt austauschen, deine Tapete und Teppich auch? 3000 Sterne hier, ja. Wann hast du denn Zeit, Amta? Sagen wir es mal so. Die Frage ist ja, willst du auch nur reinkommen, um dir schnell den Rotpanzer zu holen? Oder willst du auch ein bisschen spielen? Jetzt, ich fange mit der Arbeit an. Du musst draußen warten. Das Ding, das Kamel reißt mir schon wieder meine ganze Bude ein. Dann gibt es bei dir Abendessen. Nee, den kann ich doch gleich aufmachen. Ich kann ja das so machen, dass ich jetzt gleich rüberswitche in den nächsten Tag. Dann machen wir die Dailies und dann mache ich die Stadt auf, wie wir es bis jetzt immer gemacht haben. Jetzt in letzter Zeit habe ich es ja wirklich immer so gemacht. Hab hier einmal Dailies gemacht und dann bin ich in den nächsten Tag reingeswitcht. So, dankeschön. Und dann habe ich erst das Tor aufgemacht. Aber welches Pokémon spielst du denn gerade? Ich bin ja schon total aufgeregt auf Let's Go Pokémon Evoli. Ich glaube, wir holen uns das Evoli. So gerne ich Pikachu auch mag, aber Evoli mag ich irgendwie lieber. Ultramon. Ich weiß nicht, die Ultra-Spieler haben, Ultra-Edition haben es mir echt nicht angetan. Ich fand es irgendwie schwierig reinzukommen. Bei Mond und Sonne und auch bei Ultramond, Ultrasonne. Ich weiß auch nicht, irgendwas war da, was mich echt unglaublich genervt hat. Dass das irgendwie nicht so vorging. Ich fand zwar gut, das mit den Inseln fand ich ganz gut. Und auch, dass es diesmal keine Arenen gab in dem Sinne. Aber ich hatte das Gefühl, das endet ja gefühlt irgendwie nie. Ich weiß nicht, irgendwas war da viel zu lang gezogen, so die Anfangssequenz. Meine Güte, Maika, schön, dass du da bist, hm? Dein Ausbau ist fertig, hm? Oh, Maika, dein Heim ist jetzt auf einmal so viel heimlicher. Ja, ja. Zeit für die Zahlen. Ja, ja, die Kosten für den Ausbau betragen 498.000 Sterne. Ein Taschengeld also. Nein, nein, du kannst bei mir nicht mit Bar bezahlen. Hm. Vielen Dank im Voraus. Ach, ja. Nach der Umfrage holen wir uns ja... die Grazia-Serie ins Schlafzimmer. Da muss ich auch noch Geld sparen. Grazia ist teuer. Die gute Frau. Die ist ja voll teuer. Und dank den lieben Zuschauern alles auch komplett einmal abbezahlt. Huhu! Mein Haus ist abbezahlt. Ja, ich weiß nicht, irgendwas... Die Editionen waren zwar anders, aber irgendwie nicht so schön. Mal sehen, wie es dem Pokémon Evoli wird. Also, let's go, Evoli. Meine Güte, Maika, schön, dass du da bist. Ne? Du hast den Kredit für dein Haus vollständig abbezahlt. Gehen einzelnen Sterni. Und warum warst du wohl so eifrig? Nein, sag nichts. Ich kann es in deinen Augen ablesen. Über einen weiteren Umbau lasse ich jederzeit gern mit mir reden. Ja, ja, jederzeit. Ach, du bist wegen deines Hauses hier. Ich will vergrößern. Hm, du könntest dein Haus vergrößern oder vielleicht ein zusätzliches Zimmer. Natürlich kann... Naja, immer erst vergrößern. Sehr gut. Geht ja nur eins. Hm,
Oh, 598.000. Das tut ja weh. Ach, okay. Kann man nichts ändern. Speichern und beenden. Also meine Lieblingsedition von Pokémon war ja immer noch Pokémon X und Y. Weil, ich weiß nicht, ich fand die Grafik einfach so schön. Und das dann auch mit diesen Feentypen. Also die Feentypen haben es mir voll angezogen. Besonders die Evoli-Entwicklungen. Oh, geil. Ich freue mich schon auf jeden Fall bei dem Let's Go Pokémon Evoli da, dass die Pokémon einer auch wieder hinterherlaufen. Ich liebe dieses Future. Es ist so toll. Ich finde das immer so toll, wenn die einen so hinterherdackeln. Ha! Und was bei dir auf Platz 1? Was sind denn deine Top 10? Zeit einstellen. Wenn ich mal so frisch fragen darf. Ja, jetzt sollte die Zeit stimmen. Los geht's. Jetzt sofort alles vorbereiten. Oh, Larissa zieht heute weg. Stimmt. Ach, stimmt ja. Ich habe ja gesagt, ich lasse meine Bewohner jetzt wieder wegziehen, ne? Ich halte die jetzt nicht mehr. Vierte Zeit. Zweite war auch... Was war die zweite? Gold und Silber, ne? Was war die vierte Gen? Gott, was war denn vierte? Rubin und Saphir waren, glaube ich, dritte, oder? Komm noch drauf. Gott, ich tue mich immer so schwer mit den Generationen. Diamant, Perlen, Platin. Ah, okay. Ja gut, von Diamant habe ich ja auch ein Let's Play gemacht. Ne? Ich weiß, ich tat mich... ich mag Sonne und Mond, Ultrasonne und Mond und Rubin und Saphir und so finde ich von allen am schrecklichsten. Bei mir ist auf Platz 1 X und Y. Auf jeden Fall. Den mag ich halt Silber und Gold. Beziehungsweise Soul Silver und Hard Gold. Weil ich einfach so... Ich liebe es, wenn die einen hinterher dackeln. Finde ich toll. Und ja, das war's. Also so gesehen sind wahrscheinlich eher so Feuerrot oder so. Ich fand das halt nicht so schön bei Rubin und Saphir. Einfach das mit den Fahrrädern, dass man so zwischenzeitlich, wenn man alles irgendwie gefühlt sehen wollte, dass man dann die Fahrräder dauernd wechseln musste. Und das. Man musste erst das Eilrad und dann das komische Akrobatenrad? Ich weiß gar nicht mehr. Das Kunstrad oder so hieß das, ne? Dass man denn da erst das holen musste und dann wollte man aber ja da noch das Item holen, also musste man wieder das andere Rad holen. Und irgendwann war ich so genervt, habe ich gesagt, boah, nee. Das ist viel des Guten. Und ja, das auch. Also Wasserrouten waren ja noch nie meins. Echt? Na gut, ich habe das Remake nicht. Ja, Wasserrouten finde ich bei Pokémon generell schlimm. Da ist es egal, welcher Edition. Da ist es generell einfach schlimm. Besonders, wenn jedes Mal Tentara kommt und wie bei jeder... Ach, ey, ich könnte... Ja. Nein, böse. Ja. Wie in jeder Höhle im Prinzip gefühlt, denn auch Zubat kommt einfach. Irgendwas ist hier falsch.
Marissa verlässt mich. Ja gut, aber manchmal... Das, was ich bei Pokémon... Eine Sache, die ich bei Pokémon immer schrecklich finde, ist... Ah, schließlich warst du damals so nett und hast mir deinen Rat gegeben, oder ob ich umziehen soll oder nicht. Wir sind zwar keine Nachbarn mehr, aber ich hoffe, du wirst mich trotzdem nicht vergessen. Was ich bei Pokémon immer so schlimm finde, ist, die bringen eine Edition raus und gefühlt ein Jahr später oder ein halbes Jahr später kommt schon das Remake raus, wo sie vielleicht wirklich zwei Sachen gefühlt geändert haben und das war es dann auch schon. Das macht dann so ein bisschen, sieht man, dass Nintendo auf jeden Fall Geld will. Was ein bisschen schade finde. Ich meine, wenn die wenigstens ein Remake machen würden und dann ein Jahr oder zwei Jahre warten würden, würde das für mich wesentlich mehr Sinn machen. Als gefühlt ein halbes Jahr später. Ich glaube, nach Pokémon Sonne und Mond... bei Sonne und Mond ist ja das Ultra-Sonne-Ultra-Mond ja, glaube ich, wirklich ein halbes Jahr. Es hat ja wirklich nicht lange gedauert, bis es rauskam. Ja gut, Pokémon Let's Go Evoli ist ja wieder was ganz anderes. Das hat ja jetzt gar nichts mit den einzelnen Evolutionen zu tun. Wie, die sind keine Remakes. Aber das ist doch genau das gleiche Spiel. Ultra Sonne und Ultra Mond sind ja... Ich komme... Seht ihr daran, sieht man, dass ich eigentlich zu alt dafür bin. Ich bin viel zu alt dafür. Mein Kopf hat für sowas gar keine Kapazitäten mehr. Ich das da alles zu merken, was was ist. Wir sind in unserer Stadt. Remakes sind Feuerrot, Blattgrün, Soulsilver, Hartgold, Omega Rubin und Alpha Saphir. Okay. Aber worin unterscheiden sich denn jetzt bitte die Remakes von den Spezialeditionen? Bambusprosse. Weil ich finde, die anderen waren ja genau im Prinzip die gleiche. Also das Grundspiel war gleich, aber halt nur irgendwas anderes. Oh, Rokoko-Schrank. Wir löschen. Aber sonst ist es ja im Prinzip genau das gleiche gewesen. Wo ich gar nicht zu gucken. Ach, wir haben einen Camper. Einpflanzen, einpflanzen, einpflanzen. Ist trotzdem aber irgendwie Geldmacherei. Ah! Maria! Hallo, kommst du von hier? Ich finde diesen Ort toll und bin extra zum Zelten hergekommen. Mein Urlaub ist bald vorbei, aber ich hoffe, wir lernen uns trotzdem noch besser kennen. Ich habe recherchiert und weiß jetzt genau, wie man einen Hering am besten in den Boden stampft. Und du weißt schon, was ein Hering ist, oder? Nicht, dass du denkst, ich wäre gemein zu fischen. Der Amethystin oder was? Gefällt mir sehr gut. Willst du den zufällig verkaufen? Wir könnten den Preis festlegen, indem wir ein Spiel spielen. Ein Labyrinthspiel zum Beispiel. Hier ist mein Malbuch. Hier in meinem Malbuch habe ich verschiedene Labyrinthe. In jenen gibt es drei verschiedene Pfade. Allerdings führt nur einer davon zum Ausgang. Wenn du ihn direkt errätst, zahle ich dir die Sternis über Sternis. Aber wenn du in eine Sackgasse landest, ziehe ich von der Summe etwas ab und behalte es für mich. Das machen wir dreimal mit Labyrinthen. Je öfter du dich verläufst, umso besser für mich. Aber je eher du den Weg findest, umso besser für dich. Also meinst du, wollen wir spielen? Die Spiele sind so gemein. Das ist, wenn ihr mal so überlegt, das ist so gemein. Ich sehe das Labyrinth ja nicht mal. Das heißt, es ist wirklich nur so 1, 2 oder 3.
Ippi, also los, welchen Pfad? Das erste Labyrinth wählst du. Folge deiner Intuition. An den grünen. Oh, mal sehen. Wo da dieser Pfad dich hinführt. Links, dann rechts und wieder rechts. Sieh mal einer an, du hast den Ausgang auf Anhieb gefunden. Das war ganz schön gut. Da kann ich nicht mal frustriert drüber sein, dass ich jetzt eine Menge Sternis an dich verliere. Zahle dir... ja, komm. Ich glaube, ich will die Maria in meiner Stadt haben. Komm schon. Ja, so kann es manchmal gehen. Also, aber Spiel ist Spiel. Du hast mit Fug und Recht gewonnen. Wenn du magst, können wir das gerne wiederholen. Ich will die Maria in meiner Stadt haben. Du, mir ist gerade etwas eingefallen, das bestimmt Spaß machen würde. Du hast doch nicht Lust... Hast du nicht Lust auf eine Runde links oder rechts? Ist jetzt mein Streifen egal. Wenn du dich gut schlägst, verkaufe ich es dir richtig günstig. Wenn nicht, musst du lönen. Immer doch. Okay, super. Du kennst die Regel schon. Ich weiß Bescheid. Ich halte die Blume in einer Hand. Welche ist es? Links. Links glaubst du mal sehen, ob du richtig liegst. Oh nein, leider nicht. Rechts wäre richtig gewesen. Naja, beim nächsten Mal hast du mehr Glück. Wieder links. Hallo, Xerneas. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ha, Glück gehabt. Rechts. Naja. Eine Runde habe ich gewonnen. Und ein Streifenregal habe ich gefunden. Ja, gekauft. Jetzt komm schon! Komm schon, du lässt mich doch... Du wirst doch bestimmt bei mir wohnen. Ja, das probiere ich aus. Mir geht's auch gut. Mann, ich will die Maria in meiner Stadt haben. Die heißt so wie ich. Ich bin zwar ein bisschen beleidigt, dass ich ein Nashorn bin, aber was soll's. Ja, ja, ich muss kaufen, egal wie viel. Als erstes Schuhregal. Vergiss es. Ein Kieferntisch. Vergiss es. Das dritte ist ein Schachteppich. Nimm mal mit. Ja, bitteschön. Wie kriege ich denn jetzt die Maria in meine Stadt? Ich weiß, die muss man so lange anlabern und so. Und dann sagt sie hier, ich finde das voll cool, aber komm schon. Oh, nicht schon hier. Nee, ich habe jetzt keine Lust. Nö. Ich habe eine Erdbeere als Nase. Ich habe eine Erdbeere als Nase. Gott, wie kriege ich die denn in meine Stadt, die Dame? So, das hatten wir. Das Streifenregal, das kann verkauft werden. Die Holzlage wollte ich ja links. Lässt mich gerade ein bisschen durcheinander. Was wollte ich? 58 Unkraut. Oh mein Gott, wie hast du das denn gezählt? Haben die dir das jetzt gesagt, oder wie? Haben die dir das gesagt, du hast 58 Unkraut? Mann, wie kriege ich denn das Nashorn rein? Ich weiß, die muss man irgendwie anquatschen. Aber ich kann doch nicht die ganze Zeit mit ihr Spiele spielen. Das geht doch nicht. Echt? Wir müssen erstmal wieder rosa Blümchen züchten. Rosa Blümchen. Komm schon. Maria, komm in meine Stadt. Ich weiß, dass du es auch willst. Glaube ich zumindest. Der Bambus... naja, du musst mir so oder so den FC schicken. Das funktioniert sonst nicht.
Du kannst ihn auch, wenn du Discord hast, kannst du auch, wenn du möchtest, auf meinen Discord-Server kommen. Da habe ich eine extra Gruppe. Und den kannst du den da in den jeweiligen Kanal reinstellen. Da sehe ich den dann auch. Oder halt bei YouTube. In die Kommentare. Unter die Animal Crossing-Kommentare. Und dann können wir schon morgen, wenn du möchtest. Weil heute ist ja nur ausnahmsweise, weil ich den Stream ja nachholen muss vom letzten Samstag. Und morgen geht's ja wieder ganz normal regulär weiter. Mit Animal Crossing. Reh! Oh gut, endlich habe ich dich gefunden, Bimbam. Ich denke, es ist mal Zeit für ein paar neue Möbel. Ich will eine Veränderung. Aber ich finde einfach nicht das perfekte Möbelstück. Das ist wirklich frustrierend. Wenn du was Schönes finden solltest, kannst du es mir dann bitte bringen? Was kann ich für dich tun? Was sagst du denn zu dem richtig coolen Streifenregal? Oh, ein Streifenregal. Wie hübsch. Ich bin schon gespannt, wie das in meiner Wohnung aussehen wird. Also, du kannst ihn entweder bei Discord in den richtigen Kanal posten. Oh, krieg ich einen Streifensofa. Ich gebe dir ein Streifenregal und die gibt mir ein Streifensofa. Map. Kannst du es natürlich in den richtigen Kanal posten und kann ich den heute Abend noch eintragen, sobald der Stream vorbei ist. Ich möchte ganz gerne was verkaufen. Mann, ich will die Maria in meiner Stadt haben. Ich weiß aber nicht, wie ich die reinkriege. Das ärgert mich. Wie kriege ich die denn in meine Stadt? Bestellung auch geben. Oh, du hast also was für mich. Na, dann lass mich mal gucken, ob was Brauchbares dabei ist. Boah, da ist doch was. Das gucke ich mir genauer an. Yes! Die Holzauslage. Was schleppst du denn da nicht, Fressenbesen, wenn das keine Holzauslage ist? Also den Grundton kann ich aufhübschen. Dafür nehme ich 160 Sterne. Ist das ein fairer Preis? Und wie soll ich den Grundton ändern? Was schlägst du vor? Ich soll was vorschlagen. Puh, lass mich mal überlegen. Wer ist damit? Ein Weiß ist schön. Der Grundton Weiß also soll er werden. In Ordnung. Dolle Sache. Dann kannst du losgehen mit dem Aufmüllen. Bitte. Langsam solltest du das gute Stück mal rüberwachsen lassen, dass ich aufmöbeln soll, ne? Mein französischer Akzent war auch schon mal besser. Na, dann lass mich nur mal. Ich brauche ungefähr 30 Minuten. Wir sehen uns morgen. Ja, das ist schon richtig. Ich werde den dann eintragen und dann können wir morgen zusammen spielen ab 18 Uhr. Und dann kannst du damit rechnen, dass so ab 19 Uhr das Tor offen ist. So, was wollte ich? Jetzt muss ich überlegen. Als erstes muss ich den Rotpanzer-Set mit rausnehmen. So, dann kann ich nämlich gleich Ampfer, wenn sie reinkommt, kann ich ihr das dann nämlich geben. Muss ich halt nur gucken, wo ich den jetzt habe. Und da nicht. Brauchst du ständig. Ich muss doch meine Sachen selber verwalten. Wenn ihr mir Sterni spenden wollt, dann könnt ihr das gerne machen, aber fühlt euch nicht dazu verpflichtet. Das ist das Falsche. Barock, Schweinefigur. Da ist er. Rotpanzer-Set. Fühlt euch nicht dazu verpflichtet. Wenn ihr das machen möchtet, könnt ihr das gerne machen, aber fühlt euch nicht dazu verpflichtet. Ich meine, ich muss jetzt meine Küche ausbauen. Beziehungsweise meine Küche abbezahlen. Habe ich das jetzt eigentlich schon gemacht? Ich denke schon, ne? Gehen wir noch ganz kurz in die Küche gucken. Naja, ich bin gerade dabei. So eine halbe Million Sternis bräuchte ich wahrscheinlich schon. Ich habe jetzt nämlich gerade die Küche ausgebaut. Die gute Küche. Dazu brauche ich noch irgendwas. Der sollte eigentlich so in die Mitte kommen. Vielleicht muss ich mir davon noch so 4 Stück hinstellen. Das wäre aber irgendwie ein bisschen schwachsinnig, oder? Da ist ja gar nichts. Ja, da ist auch nichts drin. Ich muss mir, glaube ich, nochmal die Küchendinger da auch kaufen. Die Kücheninseln.
Oder überhaupt irgendwas für die Küche. Ich weiß, beim Campus, also beim Campingplatz, gibt es so ganz hübsche Stühle und Tische so im Gartendesign, in grün. Aber ich habe die bis jetzt noch nicht einmal gefunden und das ärgert mich zutiefst. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt die Küche. Ich dachte, du meinst die Küche. Ja, ich bin noch jetzt die ganze Zeit immer am Ausbauen. Außerdem gibt es auch eine Umfrage. Wenn du bei Animal Crossing auf den Kanal müsstest du mal gucken. Da müsste es eine Umfrage geben. Ein Link zu einer Umfrage, wie wir das Schlafzimmer gestalten sollen. Falls du noch nicht abgestimmt hast, bist du herzlich dazu eingeladen, auf den Link zu klicken. Du musst dich da nicht anmelden oder so. Und kannst mitentscheiden, wie das Schlafzimmer aussehen soll. Das ist doch was. Den nehme ich mit. 2400. Ich gebe schon wieder mein ganzes Geld aus. Ich kann damit leben. Jetzt will ich mal küken. Jetzt will ich mal küken, ob ich Dings kriege. Kaka. Küken. Kücheninsel. Unverkäuflich, natürlich. Ich muss warten, bis der Typ kommt, ne? Das ist doch... Mist. ich glaube, ich habe nicht alle Grazia-Sachen gemacht. So, komm, gib mir die Hecke. Eine Stichbank. Ich habe kein Glück mit den Büschen. Ich merke das schon. Da, doch, eine Hecke. Oh, da fehlt mir nur eine Hecke. Dann fehlt mir nur noch eine Heckenatelier. Ja, ich muss sie vielleicht noch essen. Das wäre vielleicht nicht so verkehrt, oder? Hm, Glückshätte. Nimm's nicht zu schwer, sondern mach es dir leicht. Glückszettel. Und irgendwas von Pikmin. Ich glaube, da ist wieder irgendwie Pikmin. Und das zweite könnte ich jetzt nicht sagen. Du hast alles gejätet. Ich dachte, Fred? Wie heißt noch meiner? Ich war eben gerade drinnen bei dem, ne? Bei dem Faultier. Heißt er Gerd. So, jetzt habe ich es gerade noch gelesen. Gerd. Warum macht der das nicht? Ich meine, der ist der Gärtner. Dann kann er auch gärtnern. Wii U-Konsole. Herzlichen Glückwunsch. Ach, das Wii Fitboard. Ja. Das Wii Fitboard. Warte, ich muss dich nochmal anquatschen, ne? Oh. An etwas Bestimmtes. Aber so, ich glaube, das wäre eigentlich auch keine so schlechte Idee, oder? Die Süßigkeiten-Möbel als Küchenmöbel. Aber dann hat man halt diesen Kühlschrank halt nicht. Das ist auch doof. Und Pikmin haben wir, glaube ich, auch schon. Naja, kommt es erstmal in den Schrank. Nach dem Stream, also ich beende den Stream um 15 Uhr. Allerdings endet der Animal Crossing Stream schon vorher. Weil ich werde ja noch Harvest Moon Baum der Stelle noch 2 Stunden streamen. Und ich muss auch gleich noch das Tor öffnen. Das ist ein bisschen schlecht mit den nach dem Stream. Was gibt's denn? Huch! Verzeihung! Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich möchte ganze Fossilien analysieren. Ampfer, was hast du denn für eine Belohnung bekommen? Ein Blümchen? Oder ein Strauß voll Unkraut? Immer nur, ich bin ein wenig neidisch. Ach so.
Denken die über eine Spinne? Ein Rosensessel, okay. Kann ich das stiften? Oh mein Gott, ich kann wirklich was stiften. Ach, Xenia, wir können auch morgen spielen. Muss halt nur schnell genug sein. Ja, der ist fertig. Weg da. So. Was muss ich machen? Der wird verkauft, der wird verkauft, ne? Die zwei kommen woanders hin. Ich muss erstmal meine Heckenanzahl in Sicherheit bringen. Also, ich streame Animal Crossing immer jeden Samstag von 18 bis 20 Uhr. Und den kann man ja mal gucken, ob man sich da nicht irgendwie mal trifft. So. Das andere kommt ja in den anderen. Oh, jetzt muss ich ja noch nach Hause laufen und dann das machen und jenes machen. Aha. Alles Gute ist nicht beisammen hier. Ich darf aber, muss aber aufpassen. Ampha, mach dich bereit. Ich mache gleich das Tor auf. Flup. Weil ich weiß, der Emanuel, der ist immer ziemlich flink, um in die Stadt zu kommen. Der ist immer sehr, sehr, sehr flink, was das angeht. Da muss ich vorbei. Oder so. Aber vielleicht, aber zu Weihnachten zum Beispiel gibt es vielleicht einen Animal Crossing Marathon. Damit wir mal ein paar Tage hier so runterreißen können. Verkaufen. Weil eigentlich ist das... Nee, die zwei nicht. Geplant ja ein komplettes Animal Crossing Jahr zu machen. Und wenn das so weitergeht in dem Tempo, dauert es noch eine Weile. Wir haben jetzt gerade mal 2 Monate. Ein bisschen mehr als 2 Monate geschafft. Ich habe am 2.2. glaube ich angefangen. Oder ich kann das nachgucken, ne? Ab wann ich Bürgermeister bin. Genau. Am 2.2. haben wir angefangen. Und wenn du mal überlegst, wir haben jetzt erst im Spiel den 25.4. Nein, heute ist es halt nur eine Ausnahme. Eigentlich ist es ein Wiederholungsstream. Weil ich letzte Woche habe ausfallen lassen, wird er jetzt wiederholt. Standvitrine. Wo habe ich denn jetzt die anderen Sachen? Ach, hier, Masterschwert. So, das sind die nächsten, die gesponsert werden können. Nee. Warte, muss ich gucken. Ich war die gerade am Sammeln, das weiß ich noch. Gib mir 5 Minuten, ich guck nach. Also ich weiß, ich habe eine komplette Heldenausstattung. Ich weiß es nicht. Du stellst Fragen. Mensch, Ampha, stell doch nicht so komplizierte Fragen. Hier steht nur eine Wii U-Konsole. Ich glaube nicht. Nee. Ist nur eine einfache Wii U-Konsole. Masterschwert, Varia-Schuh. So. Triforce, Nintendo, View, Konsole, Dolphin. Das sind die, die ich behalte. Braucht einer von euch Standvitrinen? Braucht einer von euch Standvitrinen zum Beispiel? Ich glaube nicht, dass das sowas geht. Ich habe so viel Käse hier.
Also ich habe hier noch eine Heldenjacke, ja. Die kann ich dir auch noch geben. Heldenhut, Heldenhose. Und das andere. So, das kommt mal kurz raus. Ach, ich glaube, ich war auch ein bisschen am Sammeln, ob ich... Nee, Quatsch, das machen wir mal. Hier. Ja, einfach kommt schon die 1000 nah. Dann kann sie sich für 1000 Miaus, konnte sie sich, glaube ich, ein Spiel wünschen. Moment. Für 500 ein Stream mit Cam und ein Spiel eurer Wahl für zwei Streams, also für 8 Stunden. Jetzt mich erstmal bedingt auf. Ich möchte jemanden einladen. Online-Modus? Ja, bitte. Verbindung zum Internet wird hergestellt. Ach, was ist bloß das ominöse Internet? Alle Freunde. Wir nehmen alle Freunde. Alle dürfen reinkommen. Haben zwar nur 3 Leute Platz, aber das ist egal. Alle dürfen reinkommen. Und schon kommt jemand. Also, es steht 50-50, dass es Ampha ist oder Emanuel. Ampha, Xernias ist doch jetzt bei Dings drinne, bei Discord. Wahrscheinlich darüber. Ja. Genau. Das habe ich mir schon gedacht. Ha, Emanuel. Und er hat eine blaue Rose dabei. Der Charmeur. Hä? Ist doch bei mir noch gar nicht voll. Das kann doch noch gar nicht sein. Ist doch nur einer. Es ist doch nur Emanuel hier. Verstehe ich nicht. Habe ich was verpasst? Ich habe doch alle eingeladen. Jemand kommt. Ja, jetzt bin ich aber mal gespannt. Hier ist was los. Thank you.
Ampfer, ich glaube, du musst auch mal zum Friseur gehen. Ich glaube, Ampfer muss auch mal zum Friseur gehen. Sieht gerade aus wie frisch aufgestanden. Die miese Katze treibt mich wieder in den Wahnsinn. So, ganz kurz, alle beide. Hierher. Yeah. Für Bild machen. Wow, ich kann nicht schreiben. Ich kann noch nicht mal tippen. Oh mein Gott. Xerneas ist reich. Ja, sie ist super reich. Oh mein Gott. Wie lange habt ihr denn bitte schön gespielt? Wo bleibt denn Emanuel? Schließen so. So, jetzt mal bitte alle freundlich. So, alle machen wenigstens irgendwelche Figuren, bloß ich nicht. Das ist doch kacke hier, das Time, ey. Das ist doch Wahnsinn. Ach, wird schon. Okay, das müssen wir uns jetzt merken bei 1,12. Das ist ja eine Frechheit hier. Auf zum Strand, bevor Ampfer zum Essen muss. Ich lade euch ein, komm. Das macht jetzt 1000 Sterne hin und zurück. Einverstanden, ich kümmere mich drum. Auf dem Strand. Natürlich hören wir uns auch dieses Seemann, das Schifferlied an. Das ist Pflicht. Wer Animal Crossing spielt, muss sich auch das Schifferlied anhören. Warte mal auf Freunde. Oh mein Gott. Thank you.
Zeichen. Geld einsammeln. Kriegt ihr eigentlich das ganze Geld immer her? Ich verstehe das gar nicht. Ihr seid der richtige... Ihr seid der richtige hier Goldgräber. So! Emanuel darf jetzt das Spiel aussuchen. So, Ampha, dann darfst du dir jetzt das Spiel aussuchen. Ich freue mich doch schon auf Animal Crossing für die Switch. Das wird so cool. Hoffe ich zumindest. Ah, ich freue mich schon so. Oh, wenn ich Glück habe, kommt vielleicht erst Ende des nächsten Jahres raus. Das wäre auch krass. Ausflug, Amateurlabyrinth. Ach du. Ich und mein Orientierungssinn. Oh. Ich habe doch einen Orientierungssinn wie so ein Toastbrot. Und dennoch gecheatet. Ah. Wer cheatet denn heute noch? Na gut, ist ja eigentlich ziemlich einfach wahrscheinlich. Und die Coupons kriegt man ja auch immer. Nur mal hereinspaziert. Ein bisschen Amateurlabyrinth hat noch niemand geschadet. So, also wir haben hier auf der Insel ein schönes Labyrinth gebaut. Hehe, hoch. Bei unserem Spiel hat man jetzt 5 Minuten Zeit, um die darin versteckten Früchte einzusammeln. Diesmal bringt jeder von euch Sprösslingen jeweils 3 Früchte von folgenden Sorten. Pfirsich und Kokosnuss muss ich. Emanuel muss Birne und Durianfrucht. Ampha muss Apfel und Banane. Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen muss. Irgendwas mit Kokosnuss, ne? Ich war, glaube ich, Pfirsich und Kokosnuss. Kann das sein? Oh mein Gott, ich bin zu blöd zum Spielen. Oh, ja. Pfirsich und Kokosnuss muss ich, ne? Kann ich das noch irgendwo nachgucken? Aha, ich bin stark. Hier ist eine Mango. Nee, Quatsch, ich muss da lang. Oh mein Gott, ich verlauf mich noch. Eine Persimmon, okay. Hat jemand schon mal Kokosnüsse gesehen? Hier so in den Kirschen. Dorian, Orange. Litchis. Oh mein Gott. Ich hab mich verlaufen. Nee, ich muss da oben nicht hin, ne? Ich bin ja hier runtergekommen. Oh mein Gott, ich hab mich verlaufen. Weg rausgefunden. Doch nicht verlaufen. Sagte sie und fand nicht mehr zurück. So, jetzt habe ich schon mal Pfirsiche. Jetzt hier nur noch die Kokosnüsse. Gibt es hier überhaupt Kokosnüsse? Ich habe nicht eine Kokosnuss gesehen. LOL. Ich komme nicht weit, oder?
Wo kommen die denn alle her? Und wo ist Emanuel abgeblieben? Wir haben Emanuel verloren. Muss ich nicht Kokosnüsse? Emanuel hat alle eingesackt wahrscheinlich, ne? Emanuel ist los. Eine einzige Kokosnuss hier. Äpfel habe ich auch noch nicht gesehen. Gehen wir mal hier unten lang. Da ist ein Apfel. Hier ist ein Apfel. Hä? Wo sind denn die Kokosnüsse? Ich habe doch Kokosnuss gelesen. Hat einer von euch auch mal Kokosnüsse gelesen? Okay, das Spiel verlieren wir. Lol. Und zum Start. Ja doch. Oh mein Gott, Emanuel hat alle Sachen. Emanuel hat alle Sachen eingesackt. Außen vorbei. Die Zeit ist um, dann kann ich meine Medaillen wohl behalten. Oh mein Gott. Es kommt aber nicht aufs Medaillen-Challenge an. Wem sagst du das? Emanuel war zu schnell. Oh. Jetzt suche ich auch. Ein Ausflug. Gute Wahl, wo soll es denn hingehen? Gärtnern, Schmetterlingsjagd, Profi-Hämmern. Gerne. Komm, wir hauen jetzt dem Ding richtig die Hucke voll hier. Oh mein Gott. Wer hätte das gedacht? Bitte nicht berühren. Ich doch nicht. Würde ich nie machen. Ach, das ist die Profi-Dings? Nee. Profi-Hämmern. Die Regeln des Spiels sind einfach. Es geht darum, in 3 Minuten so oft wie möglich auf das Maschinenteam. 90 Mal oder öfters. Ist gut gegen Stress, ja, denn... Ein Drufter, würde ich mal sagen. Oh, da. Das
Dass man das aber auch nie sieht, wie viel man den schon draufgehauen hat. Das finde ich schade. Das hätten die auch mal so einen Zähler einbauen müssen. Ich hab nie gewonnen, ich weiß es nicht. Daneben gehauen! Hast du jetzt zweimal getroffen? Da ist die Turm! Daneben. Verdammt! Wir kriegen ihn! Also wir haben doch bestimmt schon 90 Mal draufgehauen, oder? Ich glaube, ich hau den Arm Emanuel öfters als das Ding. Ach, komm schon. Jetzt drauf da! Und er ist down. Aber da. Das nenne ich schon mal ein schönes Spiel. Ich finde, das sollten die auch bei Mario Party oder sowas anbieten. Dass man einfach so, so ein Ding verfolgt und einfach nur draufhaut. Das ist das Beste. Also. Ich krieg dich. Ach, wir haben doch jetzt bestimmt schon 90 Mal draufgehauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon weniger als 90 Mal war. Ich habe einen Stein gehauen. Mal Emanuel hat gezählt. Die letzten 10 Sekunden. Ach, was soll's. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie oft wir ihn getroffen haben. Hey, hoch, was für eine Gaudi. Und hier sind schon die Ergebnisse. Quietsch, quietsch, quietsch. 184 Treffer. Das wäre der Hammer. 12 Medaillen. Emanu kriegt 6. Ich kriege immer noch 3. Fast 300. Ja, ja. Das war nur ganz knapp um ein paar wenige. Haben wir es geschafft. Mal sehen, was er jetzt für uns raussucht. Profi-Gärtner. Ach du Gott. Profi-Gärtner. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ja, Emanuel, muss ich auch noch setzen. Ausflug, Profi-Gärtner. Ach du lieber Jammer. Jetzt schlägt das Schiff ab. Speichervorgang. Bitte warten. Nicht den Knopf berühren. Wir doch nicht.
Hehe, ihr Jungspunde. Nur immer hereinspazieren. Ein bisschen Profigärtner hat noch niemand geschadet. Ganz recht, hier wird gegärtnert. Und zwar nicht irgendwie drauf los, sondern nach echten, altehrwürdigen Regeln. Ihr habt 5 Minuten Zeit, um dieses Beet voll zu pflanzen. Und zwar mit Blumen von Liebesrose. Wenn ihr das rechtzeitig schafft, bekommt ihr von mir Medaillen. Ich will hier aber kein Durcheinander. Wer falsche Blumen pflanzt, wird das bei der Wertung merken. Wie? Man kann sie einfach wieder ausreißen? Hehe, nicht so. Das wäre ja zu einfach. Na, Startklar? Auf die Plätze. Fertig. Los. Liebesrosen, Liebesrosen. Also rote Rosen. Ich mag dieses Spiel eigentlich ganz gerne, weil hier kann man so nebenbei auch ganz gut dann halt noch so Früchte holen, die man sonst vielleicht gar nicht kriegen würde. Sind das jetzt doch alles die richtigen? Ich denke schon, ne? Die eine sah so komisch aus. Nee, sehen schon gut aus. Was ich auch zurzeit einfach mal so ein bisschen, um Konversation zu betreiben, was ich mir gerade zurzeit ganz gerne angucke, ist die Serie Once Upon a Time. Ich mag das. Es ist so halt dieses Märchen mit Disney kombiniert, einfach so ein bisschen ins reale Leben reingeht. Finde ich ganz schön. Einpflanzen, einpflanzen. Ich bin gerade bei der dritten Staffel. Dritte? Ich glaube schon. Und ich finde das schön, wie sie den so versucht, Schneewittchen denn noch so mit reinzubringen. Und haben sie jetzt die böse Hexe aus dem Westen von Zauberer von Ost. Und dass man das dann immer so ein bisschen versucht, miteinander zu verbinden. Finde ich ganz nice. Ah, jetzt haben sie hier schon alles abgegärtet, ne? Wieso gibt es denn hier bitte schön nur eine Brücke? Die Brücke sind taktisch unklug gelegt. Wollte ich nur erwähnt haben. Nimmst du mal? War das jetzt eine Liebesrose? Ja. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn so jetzt gerade an Serien schaut. So. Und ob ihr vielleicht könnt ihr ja die ein oder andere empfehlen. Ha, ich nehme die alle weg. Ich glaube, das war's hier. Mehr rote Rosen gibt's hier nicht. Was denn? Ich hätte eh nur noch Platz für eine. Das ist ja schwachsinnig. Gucken wir mal. Vielleicht haben die anderen ja noch ein paar. Oh, falsche Brücke, ey. Den ganzen Weg da wieder zurück. Das ist ja schrecklich. Ja, ja, ich zieh's an. Ja, ich bin noch die letzte. Einpflanzen. Haben wir es doch noch geschafft. Lauter rote Rosen. Ich hab ganz kalte Finger. Aus und vorbei. Na, dann wollen wir mal sehen. 1:29 waren noch so übrig. Und kein einziger Fehler. Wir sind voll gut. 7 Medaillen. Das ist ein bisschen wenig. Das war ein Riesenspaß, oder? Ja. Voll super. Jetzt habe ich wahrscheinlich das ganze Ding voll rot. Ach, das war klar. Jetzt habe ich das ganze Ding voll rot gegeben.
Ich hab geöffnet. Dann will ich mal. Sie kriegt jetzt von mir einen Strauß rote Rosen geschenkt. Ah, 26 Sternis, das ist so wenig. Ist ja gar nichts. Letztes Spiel. Mal sehen, was er ausgesucht hat. Nee, doch nicht. Ich dachte, wir spielen jetzt ein Spiel. Ausflug Seeigel tauchen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Oh, ich war mal so schlecht im Tauchen. Aber okay. Zur Not kann ja nochmal das Internet abbrechen. Tauchen ist nicht so meins. Ich hoffe, ich würde mich echt freuen, wenn das bei der Switch, wenn man da taucht, dass das irgendwie cooler gemacht ist, weil hier finde ich das irgendwie 15. Hier finde ich das irgendwie ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie anstrengend. Fertig. Wir werden niemals tauchen. Weil er einfach nicht losschreit. Ah, jetzt hätte man hier Bananen kriegen können. So, Ampfer hat schon mal einen Seeigel. Und ich sehe gar nichts. Ich habe was gehört. Oder auch doch nicht. Das ist doch so schlimm. Ich bin immer zu nah am Strand. Das ist der Wahnsinn. So, Ampfer taucht jetzt sämtliche Seeigel. Da ist schon mal eine Qualle. So. Aha! Endlich! Endlich habe ich auch einen. Und ich werde von der Qualle verfolgt. Das ist Schiebung. Ich werde hier von der Qualle verfolgt. Das ist auch Schiebung. So, 5. Nur noch 10 und dann haben wir. Ah, direkt in die Qualle rein. Da ist schon wieder eine Qualle. Sieht gar nichts. Das ist krass. Ich habe nichts hier. Aber auch rein gar nichts. Ah, da ist was. Das könnte ein Seeigel sein. Ja, sehr schön.
Es ist so hoch konzentriert und man sieht trotzdem nicht. Weil man übersieht so schnell diese schwarzen kleinen Punkte und dann weiß man auch nicht, wo die Punkte sind. Man hört nur irgendwas blubbern. Ja, wir haben die 15! Immerhin haben wir jetzt die Vorgabe erreicht. Jetzt können wir aufhören und Bananen essen. Jetzt können wir Bananen essen gehen. Nicht gefunden. Naja, die 30 werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Da bräuchten wir echt ein Wunder. Wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht noch die 20 voll. Ich hab das gehört. Kommt schon, noch einen. Noch einen, denn wenigstens haben wir glatte 20. Internet abgebrochen. Nein! Ah, nein! Einfach hast du gespeichert! Hast du die Items in Sicherheit gebracht? Das ist jetzt viel wichtiger. Ich hab meine Blumen. Gott sei Dank. Das wäre doch jetzt echt traurig gewesen, wenn jetzt die Sachen weg gewesen wären. Hallo, Maika, du siehst aber zufrieden aus. Was wolltest du? Plaudern wir. Stimmt! Ach ja, stimmt ja, da hast du ja recht. Das wird ja gespeichert. Habe ich voll vergessen. Da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Schön. Schirmchen. Was kann ich für dich tun? Ich möchte ganz gern was verkaufen. Das möchte ich ganz gern verkaufen. Ja, ein Löwenzahn. So, Ede kommt rein und ich gehe wieder. Oh mein Gott. So knapp und trotzdem. Wir haben es aber noch geschafft und es hat ja auch Spaß gemacht. Ach, ich glaube, mit Maria gebe ich es auf jeden Fall auf. Ich glaube, ich muss jetzt nochmal mit Tom Nook reden, ne? Damit er mir das, den Kredit anfängt. Kann das sein? Wir reden mal mit ihm. Meine Güte, Maika, schön, dass du da bist. Hm? Dein Ausbau ist fertig. Hm? Maika, dein Heim ist jetzt auf einmal so viel heimlicher. Ja, ja. Zeit für die Zahlen. Ja, ja. Die Kosten für den Ausbau betragen 598.000 Sterne. Ein Taschengeld also. Nein, nein, du kannst bei mir nicht bar bezahlen. Bezahl bitte am Geldautomaten im Postamt. Vielen Dank im Voraus. Jetzt halt. Vielen Dank. Und was machst du mit den Sachen? Stellst du die denn wenigstens in dein Haus rein oder so? Wenn ja, muss ich dich ja irgendwann mal wieder besuchen kommen. Machen wir 20.000. Einzeln. Ja, den musst du dir aber auch irgendwie ausstellen oder so. Oder so ein Nintendo-Zimmer machen oder so. Keine Ahnung. Weil es ist ja schade drum, sammelt sie die und keiner sieht was.
Aber wie dem auch sei, gesehen. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr alle da wart. Dankeschön an die lieben Besucher. Und der Stream ist jetzt hier vorbei. Höchstens im Museum, ja. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Wenn euch der Part der Stream gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Hier geht's gleich weiter mit Harvest Moon, Baum der Stille für alle die noch im Stream sind. Was möchte ich noch sagen? Genau. Vergesst nicht, mal bei Twitter reinzuschauen. Da wird im nächsten, am Wochenende so der neue Stream lang kommen, genauso wie bei Discord. Und natürlich auch, jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Lasst einfach so einen netten Kommentar da. Darüber würde ich mich freuen, genau. Wenn ihr mit mir zusammenspielen möchtet, dann die Freundschaftscodes bitte bei Discord in den entsprechenden Kanal oder unter den YouTube-Videos von Animal Crossing. Genauso wie die Schlummercodes. Dann kann ich die nämlich, sehe ich das nämlich, dann kann ich mir die aufschreiben und eintragen. Und dann können wir nächstes Mal zusammenspielen. Der nächste Stream von Animal Crossing ist auf jeden Fall der Samstag, der 3.11. um 18 Uhr geht's los. Und wahrscheinlich werde ich dann so gegen 19 Uhr den Bahnhof aufmachen. Ja, was habe ich noch vergessen? Ach ja, und vergiss die Umfrage nicht. Die Umfrage seht ihr denn, den Link zur Umfrage findet ihr in der Videobeschreibung. Da könnt ihr immer noch mit entscheiden, wie der Schlafzimmer auszusehen hat. Ich drück mal, dann sieht das ein bisschen hübscher aus. Könnt ihr mitentscheiden, wie das Schlafzimmer auszusehen hat, ne? Bis wir Grazia, die Umfrage wird so lange laufen, bis wir Grazia im Prinzip in unserer Stadt haben. Und ich glaube, schon zweimal haben wir das schon richtig beantwortet. Fünfmal müssen wir den Modetest gewinnen oder so. Und dann sehen wir das. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen, auf Wiedersehen und bye bye.